Willkommen, liebe Dungeon Crawler zu Dungreed. Ich hoffe, das ist überhaupt ein Dungeon Crawler. Ich komme ein bisschen durcheinander mit den ganzen Genres, die existieren. Auf jeden Fall schnappe ich jetzt erstmal Luft und zeige euch Dungreed. Ich habe schon einige Spielstunden, 17 Spielstunden im Livestream gehabt habe es sozusagen getestet und weiß jetzt so etwas über das Spiel und wollte es jetzt hier auf YouTube auch bringen. Dungreed kostet ca. 10 Euro und es ist sowas wie The Binding of Isaac, Enter the Gungeon und nur hat es so gesehen ein Ende. Du kannst in einem Dungeon, wie ihr schon vielleicht vermutet, könnt ihr nämlich NPCs finden, später leveln, Sachen freischalten, bla 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 bla. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal direkt los auf Slot 2 und ihr könnt euch selber ein Bild von dem Spiel machen. Let's go! The town, as peaceful as it always was. Es kommt jetzt ein bisschen Story, nicht wahr? Ganz bisschen, nicht zu viel. Ich muss euch ein bisschen was vorlesen. Ich hoffe, eure Ohren werden nicht bluten. A mysterious dungeon suddenly appeared oder so. Das war's wohl mit dem friedlichen Dorf, nicht wahr? Alle NPCs wurden nämlich jetzt eingesogen. 2 Wochen später. Ja, das sind wir. Wir sind jetzt hier unterwegs in die Stadt und wollen herausfinden, was los ist. Let's go. Man kann das Spiel, glaube ich, beim ersten Mal nicht durchspielen. Und es ist jetzt vielleicht noch etwas leiser, aber gleich wird es abgehen. Passt auf. Der coole Effekt in Dungreed ist nämlich, wie man in den Dungeon kommt. Man geht hier ahnungslos vorbei und wird plötzlich verschlungen vom Ding. Und muss jetzt sich durchkämpfen und die NPCs wieder freischalten. Eine Stimme von weit weg. Was? What is the sound of an adventurer sent from the kingdom entering the dungeon to investigate the ruined town? Adventurer, come this way! Okay, ich bin unterwegs. Das ist sozusagen jetzt das Tutorial. So, wir können nämlich springen. Long Jump, um die Taste gedrückt zu halten. Und wir können sogar dashen, das wird uns gleich erzählt, aber ich weiß es jetzt schon. Jump down, flup, flup. Und ich glaube, jetzt sollten wir gleich den Dash bekommen, richtig. Das Spiel ist auf jeden Fall, für 10 Euro bietet es auf jeden Fall genug, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht sehr krass vom Inhalt her, aber es bietet auf jeden Fall für 10 Euro sehr viel Spielspaß. Bei mir waren es bis jetzt 17 Stunden. Let's go. Ja, hier lernen wir jetzt anzugreifen. Zack, 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 zack. So, man sieht auch die Damage-Zahlen, man kann stärker werden, bessere Waffen finden. Wie so ein Dungeon-Crawler funktioniert. So, Kisten gibt es auch. Und hier haben wir auch schon ein besseres Schwert. Wir haben hier nämlich jetzt unser Ausrüstungsslot. Wir können Ringe anziehen, wir können hier noch eine Zweitwaffe anziehen, wenn wir eine Einhandwaffe haben. Und jetzt wechseln wir mal zu unserem Breitschwert, ist es, glaube ich. Das macht nämlich ein wenig mehr Damage, ist aber natürlich langsamer. So. Ja, da sieht man auch den Damage-Unterschied. 21 und so. Swap Weapon, yep. Diese Taste ist übrigens super, also buggy. Bei mir ist es einfach nur das Mausrad benutzen. Oder halt die Tasten 1, 2, 3. So. In diesem Spiel ist das Dashen auch super wichtig, denn das Dashen sorgt dafür, dass ihr auch Damage macht. Merkt euch das auf jeden Fall. Show Character Status, yep, das können wir hier auf C. Das sind die verschiedenen Statuseffekte. Defense, Critical, Toughness und was wichtig ist, ist das hier. Meine Sättigung, mein Magen, wie voll der ist. Was das heißt, zeige ich euch gleich, glaube ich. Nee, noch nicht. Los, komm, hilf mir! Ich bin ja schon unterwegs, alter Mann. So, perfekt. Danke fürs Retten, Abenteurer. Wer hat dich denn losgeschickt, um das hier zu erkunden? Die Stadt, die nun Ruinen sind. Der Tischler der Stadt, nicht wahr? Julford. Woher weiß ich, dass du nicht vom Königreich gesendet wurdest? Lass uns zurückgehen. Ja, genau. So, jetzt wurden wir zurückgeportet und ja, wir haben unser Abenteuer auf jeden Fall abgeschlossen. 2 Minuten, nicht schlecht, keine Sorge, die nächsten Abenteuer werden etwas länger, würde ich sagen. So, Exit. Da sind wir nun. Phew, what a relief.
Du siehst halt verwirrt aus, bla bla bla. Ich fasse es mal so ein bisschen für euch zusammen. Oh, Moment mal, das hier ist... Okay, gut, ein spezieller Zauberspruch kann die User zurück zum Altar bringen. Interessant. Okay, die Stadt sind jetzt Ruinen. Was soll ich nur tun? Und hey, könntest du vielleicht mal in den Dungeon gehen und andere Leute befreien? Kurz gesagt, natürlich, Mann. Denn diese Leute sorgen dafür, dass wir einige Sachen freischalten, wie zum Beispiel einen Schmied oder andere Sachen. So. That strange dungeon took your weapons, I've got a different way. My grandfather was the best blacksmith in town. Achso, guck mal, jetzt bekommen wir so ein paar Waffen, weil der Dungeon unsere Waffen gefressen hat. Aber zum Glück haben wir hier eine Kiste von ihm, von Yulford. Und endlich können wir den Inhalt auch nutzen. Wir haben hier nämlich ein paar kleine billige Schwerter. Sehr gut, das Kurzschwert ist natürlich super scheiße, aber reicht für den Anfang erstmal, würde ich sagen. So, ja. Viel kann man jetzt hier nicht machen, ihr seht dort oben auf jeden Fall die Map, der rote Bereich, wenn du den betrittst, geht es ab und du bist im Dungeon. Und jetzt heißt es einfach rein in den Dungeon und mal gucken, wie weit wir kommen. Und ich glaube, also beim ersten Mal kann man es eigentlich nicht wirklich schaffen. Let's go! So, wir sind jetzt im Gefängnis, man kann sich hier hin und her porten, wie in Enter the Gungeon. So, hier ist die Fledermaus. Die ist ein bisschen ein härterer Gegner, die sollte man auf jeden Fall immer zuerst töten. Na, was bekommen wir? Einen Bogen. Hey, eine Fernkampfwaffe. Sehr gut. Ist aber jetzt keine so gute Fernkampfwaffe, aber sie erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck. Was ist denn das hier? Ein Altar. Sieht so aus, als könnte ich dort etwas platzieren. Was das ist, das werden wir später erfahren. Jetzt kann man es auf jeden Fall noch nicht benutzen. Hey, Lady. So, das ist Horirika. Horirika. Diese junge Dame bekocht uns nämlich mit Speisen. Ich zeige euch das mal. Bla 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 bla. Und zwar gibt es hier Speisen, die dich entweder heilen und dann gibt es Speisen wie zum Beispiel 10 Power. Dann gibt es, wo du Defense dazu bekommst. Wieso kann ich nicht... Eigentlich konnte ich... Moment mal, eigentlich konnte ich scrollen, egal. Genau, du bekommst hier mehr kritischen Treffer. Evasion ist einfach wie dein Ausweichskill ist. Wenn du 100% Evasion hast, dann wirst du so gut wie nie getroffen. Das ist ziemlich krass. Man muss halt nur gucken, weil das Essen immer wieder unterschiedlich kostet und auch unterschiedlich Punkte gibt. Zum Beispiel kostet das 3-3 Critical ist jetzt nicht so gut. Und das ganze Essen, du kannst nicht unendlich davon essen. Erstens, es kostet auch noch Gold. Und zweitens, du siehst dort die 20 dort oben, das füllt den Magen. Und hinter mir seht ihr 0 von 100. Also wenn, du kannst nicht über 100 hinaus halt. Du musst es schön managen und du verlierst dein... also du verbrennst deine Kalorien, indem du Räume einfach clearst. Super interessantes Ding, oder? Wisst ihr, was wir jetzt nehmen? Wir nehmen, glaube ich, jetzt gar nichts, oder? Ich habe nämlich nicht genug Geld und deswegen gehen wir erstmal ein paar Räume clearen und hoffentlich ein bisschen Money bekommen. Ah, komm schon. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das Spiel mit Maus und Tastatur zu spielen. Ich habe schon gehört, dass es mit Controller nicht so gut funktioniert. So. Genau, wenn man dasht, ist man auch unverwundbar, soweit ich weiß. Na, ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin auch, nach 17 Stunden bin ich immer noch kein Profi in diesem Spiel. Das Shamshir ist bestimmt besser als unser Kurzschwert. Ja, hat auch eine bessere Reichweite, schlägt gut zu. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall den ganzen Dungeon clearen. Wir haben Koblovina gefunden. Du bist ein Abenteurer. Als ich trainiert habe, um ein Ritter zu werden, habe ich viele Abenteurer wie dich getroffen. Diese Halskette. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Wir sehen uns in der Stadt. Sehr schön, jetzt haben wir sie zurückgeportet. Und was Sido drauf hat, das ist super wichtig. Das ist super wichtig, denn hier oben, seht ihr, wir haben eine 1. Das ist unser aktuelles Level. Es geht bis Maximum Level 30 und man kann bei ihr halt trainieren. Oh Gott, diesen Gegner hasse ich. Na komm her! Na, scheiße! Okay. Ja, wo waren wir? Genau, dass ich kein Profi bin in diesem Spiel. So. Vorsicht! Der hat schon seinen Bogen gespannt. Muss man immer aufpassen, in welche Richtung er schon gespannt hat, weil dann wechselt er seine Richtung nicht. Und schießt dann erst in die Richtung. Au, verdammt nochmal, 51 Leben nur noch.
Das ist ja gar nicht mal so gut, nicht wahr? So, gib mir mal das Gold. Ein Silber-Ohrring, der sorgt dafür, dass wir 3 Evasion haben. Das ist das Ausweichen. Okay, 3 Evasion ist auf jeden Fall nicht so viel, aber besser als nichts, nicht wahr? So haben wir jetzt halt eine 3%ige Chance, gegnerischen Attacken auszuweichen und keinen Schaden zu nehmen. Eieieiei. Hier ist das Greatsword. Moment mal, das ist sogar, das ist blau. Das heißt, das ist eine Stufe besser von der Seltenheit. Ich nehme das mal mit. Lass uns mal damit kämpfen. So, vorsichtig, da sind Stacheln, die sind ziemlich fies. Komm schon, Bogenschütze, schieß. Genau. Oh, da. Oh. Wo kommt ihr denn alle her? So, her mit dem Gold. Okay, es ist auf jeden Fall keine Glanzleistung hier gerade, aber ich bin schon froh, wenn ich euch wenigstens den ersten Boss zeige. Okay, der ist auf jeden Fall auf Level 1. Gar nicht mal so einfach, denke ich. Schauen wir mal, im Notfall heile ich mich. Sehr gut. Das Gold würde ich gern aufheben, aber es ist nicht so einfach. Lass ich es lieber legen, Mann. Scheiß drauf. Nein! Oh, ich hatte keinen Dash, verdammt. Das sollte man auch gut im Auge behalten. Da oben ist er nämlich. 35 Leben habe ich. Na, was ist das denn? Ring of Speed erklärt sich von selbst. Wir bekommen Move Speed. Wir bewegen uns also ein bisschen schneller. Und gleich müssen wir auch noch jemanden finden, der ganz interessant ist. Und zwar nicht du. Oh, wir haben hier Matchlock Gun. Hier gibt es nämlich auch Waffen. Die ist aber voll scheiße, denn du musst klicken, dann lädt sie nach und dann schießt sie irgendwann random. Und dann musst du wieder warten. Nehmen wir einfach mal mit. Ist vielleicht ganz gut gegen diese... Wow, das durchlöchert die Gegner, das wusste ich nicht. Okay, ja. Es ist aber manchmal gar nicht so einfach zu treffen. Oh boy. Oh. Komm schon, und lad nach und schieß. Ja, den Bogenschützen nicht aus den Augen verlieren. Noch ein Bogen. Ja, den könnten wir gleich verkaufen. Bei ihm hier, genau. Das ist nämlich Krog. You face like traveler. Me merchant Krog. Many so precious. Komm. Ja, der Krog verkauft nämlich ein paar lustige Sachen. Oh, das ist gut. Hier der Bloodstone Ring. Aber der kostet 4880. Ich könnte hier ein paar Sachen mal verkaufen. Ah, das Start-Item kann ich nicht verkaufen. Der Bloodstone Ring, der heilt uns nämlich jedes Mal, wenn wir 10 Gegner töten. Die Frage ist nur, will ich das wirklich kaufen? Ich glaube, ich gehe lieber essen. Weil sonst habe ich kein Geld fürs Essen, weißt du, für einen Notfall, um mich zu heilen. Und Essen ist schon wichtig. Lass uns das mal machen, komm schon, ich spiele jetzt einfach gleich mal ein bisschen besser. Heilung, ich glaube, ich nehme aber lieber... Wieso kann ich hier nicht scrollen? Voll dämlich. Habe ich hier etwas... Wieso kann ich nicht scrollen? Du konntest eigentlich scrollen. Vielleicht konntest du es auch nicht und ich bin einfach nur super dämlich. Pass auf, lass uns mal mehr Crits machen, oder? Lass uns mal mehr Crits machen und... Oh, wo ist denn übrigens das, wo ich mehr Gold Drop bekomme? Ja, hier. Mehr Gold Drop und lass uns auch noch... Vielleicht mehr Power. Genau, so, jetzt haben wir 90 von 100. Ihr seht es leider nicht, sorry, Mann. Aber wir haben jetzt 90 von 100 im Magen. Und jetzt müssen wir in die zweite Ebene. Das Spiel ist so aufgebaut, dass du 2 Ebenen hast, dann ein Boss, dann 2 Ebenen, ein Boss. Also so gesehen besteht eine Ebene aus 3. Jede dritte Ebene ist ein Boss. So, kleine Feen, die uns heilen. Die kennen wir ja. Hier ist wieder ein Altar, da können wir leider noch nichts machen. Eine kleine Falle. Oh, Hunde! Gott, ich hasse diese Hunde! Okay. Ring of Midas. Das sorgt dafür, dass wir 50% mehr Gold bekommen. Gut, auf dieser Ebene sollten wir auf jeden Fall ziemlich viel Gold finden. 80 von 100. Ich könnte mal gucken, wie teuer ist die Limonade? Das ist auf jeden Fall ein nices Ding, die Limonade. Kostet 30. Gibt 5,3 Critical. Sehr schön. Ich warte mal, bis ich Platz habe für die Limonade. So, da oben ist eine Falle. Vorsicht, aufpassen. Die schießt nämlich. Auch wenn die Gegner tot sind, schießt sie noch. Musste ich auf schmerzvolle Art und Weise erfahren. Max Health und Power. Sehr schön. Okidoki. Ah, hier ein paar Geister. Da unten oben auf der Karte sieht man, wo die Gegner sind. Das ist auf jeden Fall auch sehr schön. Oh Mann, ey. Man merkt auf jeden Fall, dass ich jetzt ein bisschen Power dazu bekommen habe. Und jetzt one-hit ich diese dämlichen Doggies. So, hey du. Na, was hast denn du Feines? Irgendwas Interessantes? Gold Candy. Holy shit.
Move Speed, Evasion und Dash Damage kostet 5000. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Goldenes Item. Ist natürlich blöd, weißt du, die Fans heißt, dass wir sehr viel Damage bekommen werden. Wenn wir im Minusbereich sind. Aber wenn ich mich einfach nicht treffen lasse, dann bekomme ich keinen Schaden. So einfach ist es. Holy shit, diese Bogenschützen. Okay. Das wäre auf jeden Fall ein Traum, die Bogenschützen zu one-hitten. Gott, das ist ein großer Raum. Vorsicht. Das ist nämlich sehr fies, dass die Bogenschützen dich so außerhalb des Bildes sehen können. Du sie aber nicht wirklich. Oh Gott, oder die Fledermäuse. Heilige Scheiße, das ist eine andere Art Fledermaus. Okay. Gut, ich sollte gleich auf jeden Fall genug Gold haben für die Limonade und auch das goldene Item. Yep, yep, yep. Schön hochdashen. Und lass uns mal zurückgehen. Okay, es könnte natürlich jetzt auch ein Fehlkauf sein und ich werde dadurch irgendwie sterben, ich weiß nicht. Max Health Power Evasion. Machen wir mal das weg und setzen das ein. Okay, weg damit. Gut, weiter geht's, ne? Ich muss auch gleich noch ein bisschen Platz schaffen, um was zu snacken. Oh, wow, unser Movement Speed ist ja ziemlich krass. Wir sind so schnell, dass wir sogar eine Illusion von uns erschaffen da hinter uns. So, da ist nichts. Okay, das ist auf jeden Fall die letzte Ebene. Danach kommt der nächste Boss. Okay. Ich habe Angst, wie viel Damage so ein Hit macht. Nicht, dass wir gleich ein One-Hit sind und tot sind. Okay, das gefällt mir nicht. Der Typ dasht jetzt auch. Warte mal, wir machen das einfach auf Fairkampf. Komm, lad nach und... Okay, nicht gut. Komm, Nahkampfwaffe. Und jetzt kümmern wir uns um die Fledermaus. Da auf der linken Seite ist aber noch ein... Ich habe evaded. Puh, das heißt also, ich bin ausgewichen, so gesehen. Habe keinen Schaden genommen. Genau, auf der linken Seite ist ein Bogenschütze. Okay, wir schlagen uns ganz gut. Der Blunderbus. Ah, ich glaube, das ist besser. Na komm. Ja, ich glaube, das ist besser. Gut, nehmen wir das mal mit. Oh Mann, ey, das ist die Frage. Traue ich es mir zu, den Boss zu machen, ohne mich zu heilen? Und hole mir lieber was anderes? Oder traue ich mich das nicht so auf dieser Stufe? Oh, hallo, noch ein NPC. Ja, das ist ja schön. Oh, ich bin ein bisschen zu schnell. Hallo. Hallo, ich bin Milia. Ich habe früher den Store geleitet in der Nähe der Stadt. Und du bist ein Abenteurer. Wurdest du auch eingesogen? Oh, ich sehe. Dankeschön für die Hilfe. Ja, sehr schön. gut, dann lass uns mal zurückgehen und gucken, wie viel Platz wir im Magen haben. 50, okay. Vielleicht könnten wir uns einmal so ein bisschen heilen. So ganz bisschen. Ein ganz bisschen. Hier, 15er Heal. So ein ganz bisschen. Und jetzt kaufe ich mir für 30 vielleicht ein bisschen Limonade, genau. So, Limonade erhöht nämlich den kritische, also die Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Und weiter unten gibt es Critical Damage Rate. Das erhöht, wie doll ein kritischer Schaden wehtut. Okidoki, dann lass uns mal den Boss machen. Dahin. Let's go, hoffentlich schaffen wir es. Der erste Boss wird doch nicht so schwierig sein, oder? Na, no, dankeschön fürs Leben. Und da sind wir nun. Es ist nämlich Belial, the Guardian of the Prison. Okay, jetzt heißt einfach nur draufhauen und dieser Bullet Hell ausweichen. Mehr ist es doch gar nicht. Ab und zu macht er mal mit seinen Händen so einen kleinen Strahl. Okay, ich habe gar nicht so viel Damage bekommen, oder? So, aufpassen. Immer schön drauf achten, wann die Hände irgendetwas tun. Oh Gott, das ist scheiße. Upsa. Oh Gott. Hup, 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 hup. Ha. Hey, das ist fast ein No-Hit gewesen. Außer das hier und außer das hier. Hey, das war nicht schlecht auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, Belial. So. Okay, da ist die Fee, die uns nach dem Kampf voll heilt. Nein, nicht ganz. Sie hat uns 80 gegeben. Und wir haben ein neues Item freigeschaltet. Und wir haben auch ein neues Item jetzt gerade bekommen. So, wir haben nämlich Skeleton King Sword bekommen. Das kann jetzt im Dungeon auftauchen. Aber wir haben eine ganz andere coole Waffe bekommen. Und zwar den
bärdisch. Der macht nämlich 114% mehr Dash-Damage. Schlägt natürlich ein bisschen langsamer zu, aber interessant, ne? Dash-Damage ist auf jeden Fall super wichtig in dem Spiel. Let's go. Ab in die vierte... in den vierten Flur. Ab jetzt wird es ein bisschen eisig hier. Hi. Na, was verkaufst du denn so? Charm of Power. Nee, nicht überzeugend. Ich geh mal weiter. Hallöchen, Altar. So. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen, Mann. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir kommen mit dieser Ausrüstung, die wir hier haben. Da haben wir auf jeden Fall den Ausgang schon gefunden. Oh Gott, dieser Gegner ist nervig. Der spawnt nämlich solche Eisblöcke. Also, falls ihr den seht, auf jeden Fall töten. So, und jetzt heißt es für mich auf jeden Fall durch die Gegner durchdashen. So, runter. Ich hätte den Teleporter benutzen können, aber hey. Ich benutze ihn halt jetzt hier, um einen Raum weiterzugehen. So, wow. Hätte ich fast erstochen, Mann. Habe ich denn Platz für etwas Tolles? Vielleicht ein bisschen Attack Speed. Wo ist denn das nochmal? Critical. Hier, Attack Speed. 4,5. Ich weiß gar nicht, ob das viel ist. Ich konnte mir jetzt nicht alles merken. Und ich weiß es nur bei einigen Sachen, was gut ist. Oh shit, der hat mich erwischt. Genau. Und weiter geht's. Hallöchen, Kiste. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, gibt es auch Unterschiede bei Kisten. Dieses Item sorgt dafür, dass man mehr Giftresistenz hat und mehr Gift-Damage macht. Aber Gift ist ziemlich beschissen in dem Spiel. Gift ist nicht so gut, Mann. Okay. Oh, scheiße. Oh, da ist ein kleiner, wie heißen diese Dinger? Ein Bison? Bei dem muss man aufpassen. Der dasht nämlich in die Richtung, in die, wo du ihn hittest. Aber wenn wir über ihm stehen, ist er super verwirrt. Sehr gut. Ja, das Dashen ist natürlich sehr stark, aber gleichzeitig auch super riskant. Aber man kann auf jeden Fall sehr viele Gegner one-hitten. So, ich wusste schon, dass er da oben spawnt. Oh, shit, da bin ich aber direkt in den Fall rein. Das war meine Schuld, hupsi. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Attack Speed. Denn sonst wird das hier nichts. Ja, habe ich schon erwähnt, dass die Kisten unterschiedliche Stufen haben. Je größer die Kiste aussieht, desto mehr Chancen hast du da etwas Seltenes zu finden. Na komm. Sehr gut. Wie viel Geld haben wir denn schon? 12.882. Wenn man einen Boss besiegt, hat man nämlich ordentlich Geld danach. Zusammen mit dem Ring und so. Ich glaube, den Ring kann ich dann später ausziehen. So viel Geld brauche ich gar nicht. Aber ich glaube, man kann hier unten durchschießen. Aber das dauert ziemlich lange, bis ich nachgeladen habe. So. Ja. Oh, stimmt, da unten ist auch noch so ein Eiszauberer. Wir sollten eigentlich schnell da unten hin, aber er versteckt sich hinter diesen Minotauren. Oh, shit. Da hat mich der Minotaure getroffen so ein bisschen, aber ich habe evaded und dadurch keinen Schaden bekommen, aber war trotzdem gestunt. Das ist auch merkwürdig, weißt du? Der Minotaure rennt eigentlich auf dich zu und dann stunt er dich und macht dir Damage. Aber ich bin ja ausgewichen, habe trotzdem aber den Stun bekommen. Wenn ich aber ausgewichen bin, dann darf ich doch auch den Stun nicht bekommen. Es gibt so einige Sachen im Spiel, die ein bisschen merkwürdig sind, aber soweit ich es mitbekommen habe, updaten die das Spiel auch noch irgendwie regelmäßig? Ich weiß es immer noch nicht genau. Wie gesagt, es ist ein kleiner Spaß für, wenn man alle Spiele auf der Welt schon besitzt und sich denkt, hey, ich möchte jetzt einen Dungeon Crawler, ist das eigentlich eine schöne Abwechslung. Okay, ich habe doch hier meine Waffe. Sehr gut. Sehr gut. Bisschen dashen und... Oh. Dashen und stabben. Zack. Oh, hier ist gar nichts mehr. Okay, wir haben auf jeden Fall das Ende erreicht der Ebene. Ich glaube, hier gibt es nichts. Stacheln. Hier gibt es nichts mehr auszuchecken. Dann lass uns mal kurz snacken gehen. So, das ist die Frage. Ist jetzt nämlich dieser Attack Speed gut? Ich kaufe ihn mir einfach mal. Und ich habe leider keinen Platz mehr. Ich könnte mich nur noch heilen für 15, oder? Kostet das 15? Aber nee, das wäre Verschwendung, weißt du? Das wäre echt Verschwendung. Dann möchte ich lieber schnell meine Sättigkeit verbrennen, um mehr Platz zu haben für die guten Sachen. Critical und so ein Schisseldiesel. Oh boy. Okay. So, oh, hier zum Beispiel, das ist so eine Kiste, die verflucht ein. Entweder die zieht nämlich die ein bisschen Max-TP ab oder spawnt Gegner. Hoffentlich spawnt sie Gegner. Sie spawnt Gegner zum Glück. Wir haben hier die Alone bekommen. Das ist eine Waffenart, die ich gar nicht feiere. Das ist nämlich so ein Stab. Der ist eigentlich ziemlich gut, wenn du durch die Gegner dasht und sowas, aber... Na,
nee, ich bleib lieber hier beim Birdish. Ist gut. Let's go. Schade, dass man nicht mit einem Dash die Kisten kaputt machen kann, fällt mir gerade auf. Das wäre schon ziemlich cool. Hey, du, na, zeig mal her. Wie viel Attack Speed verkaufst du denn jetzt hier zum Vergleich? Critical, was war da? 4? 3,7. Okay, dann haben wir auf jeden Fall... auf der letzten Ebene war es besser, ne? Electric, Critical Damage 5. Vielleicht hole ich mir ein bisschen 4,2 Critical oder noch mehr Attack Speed. Das ist die Frage. Aber erstmal muss ich ein bisschen Platz schaffen im Magen. So. Okay. Na komm. Stich, 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 Stich. Manchmal dauert es ziemlich lange, bis man zuschlägt. Okay, stimmt. Die kann ja durch die Wände schießen mit ihrem Gesang. Super unfair. Hallöchen, Fledermaus. Ich komm dich holen. Na komm. Gut. Irgendwas stimmt mit meiner Maus gerade nicht. Irgendwie... diese Ausrede zählt, weil ich bin noch nicht tot. Hätte ich das, nachdem ich gestorben bin, gesagt, ne, wäre das vielleicht... Könnte man meinen, ist eine Ausrede, aber irgendwas stimmt hier nicht. So. Okay, doki. Warte mal. So, und... So. Puh. Na, ich habe keinen Dash gehabt, verdammt. Und jetzt. Genau. Was verbirgt sich hier? Ach, das ist dieser Raum. Da kann man auch einfach so durchdashen nach oben. Ist ziemlich lustig. Dieser Hund ist allerdings nicht lustig. Und dieser Typ ist auch nicht lustig. Okay. Der Dash könnte uns aber auf jeden Fall helfen gegen den nächsten Boss. Werdet ihr gleich sehen, warum. Sehr gut. Gib mir das Money. Ich habe nicht mehr viel Leben, ey. Vielleicht müssen wir uns tatsächlich auf dieser Ebene heilen. Oder wir haben noch Glück und heilen uns irgendwie durch andere Sachen. Das ist Salamanders Auge. Das ist auch eine interessante Fernkampfwaffe. Macht ein bisschen Feuer. Könnte vielleicht auch sehr gut sein gegen den Boss, weil man kann sich schon denken, dass er etwas mit Eis zu tun hat. Und ich bin noch unsicher, ob das so funktioniert, dass wenn die Gegner aus Eis sind, das Feuer mehr Damage macht oder sowas. Ich weiß nicht, ob das Spielprinzip so funktioniert hier in diesem Spiel. Hey, hier haben wir wieder diesen Bloodstone Ring. Den könnte ich mir holen, um mich ein bisschen zu heilen. Lass uns das mal machen. Und ich mach mal diesen Ring hier weg. So. Achso, das ist ein kleiner Bug, dass das Fenster immer noch offen ist. So, einfach nochmal den Shop besuchen. Und hier muss man aufpassen auf den Boden, den Stacheln. Da muss man aufpassen. Okay, das hat gut Damage gemacht auf jeden Fall. Bei diesem Gegner hier. So, schnell, 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 schnell. Oh. Ah, nicht erwischt. So, das hätten wir. Okay, schnell über die Stacheln rüber. Wenn man zu wenig Movement Speed hat, ist das nur ein kleines Problem. Und ich habe jetzt auch ein kleines Problem, dass ich nicht genug Gegner habe. Hier sieht man sie übrigens. 5 von 10 habe ich. Ich würde gerne noch 5 Gegner besiegen, um mich zu heilen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Noch einen einzigen Gegner. Und wir haben uns geheilt. Ich weiß gar nicht, wie viel. 5 oder so? Es ist nicht so viel, leider. Aber es ist jetzt auch nicht so wenig. Dieser Raum ist ja super nervig. Der ist ja super fies. Oh oh. Oh nein. Okay, ich muss mich auf jeden Fall heilen, bevor wir den Boss bekämpfen. Oh, scheiß die Wand an. Oh nein, hier ist eine Fee. Nee, eine kleine. Oh, es gibt nämlich auch große Feen, aber das war eine kleine Fee. Shit, da hinten geht's auch noch weiter. Okay, wir haben vielleicht gut Chancen, uns nochmal zu heilen. Und vielleicht gehen wir dann volles Risiko. Oh boy, nicht zuschlagen. Machen wir es mal safe. Ich will jetzt den Stier nicht triggern. Gegen den möchte ich jetzt nicht dashen, weil der dann im selben Moment auch losrennt und uns Damage macht. Okay, gut. Dann sollten wir wohl eine Fernkampfwaffe nehmen. Kurz nachladen. Einen Moment. Da, 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 da. Und los geht's. Ah, sehr schön. Ich muss sagen, wir machen echt erstaunlich viel Damage schon für den Anfang. Das muss ich zugeben. Ich bin gerade überrascht, aber wir haben auch eine gute Waffe gefunden. Die Birdish ist auf jeden Fall sexy. Und, oh oh. Und, so. Na, was haben wir hier? Noch 5 Gegner muss ich töten. Hey, wir haben Chain Armor. Die geben uns ein bisschen Defense, aber dafür weniger Movement Speed. Interessant. Könnte man auch für den Boss anziehen. Das ist natürlich ein bisschen tricky hier. Und das Ganze habe ich gemacht für nichts. Aber manchmal ist die Raumaufteilung auf jeden Fall super komisch. Und man hat manchmal das Gefühl, es gibt hier irgendwo Secrets, die man finden kann. Aber... irgendwie, ich muss euch enttäuschen auf jeden Fall. Es gibt hier
Keine Secrets, man kann hier nichts bomben oder so. Oh, wir haben den Schmied gefunden. Wir haben hier Haken gefunden. Ich habe dich noch nie gesehen hier. Sieht aus, als hast du Erfahrungen mit einem Schwert. Du siehst nicht aus wie ein Ritter. Bist du ein Abenteurer? Ich habe recht. Kannst du mich aber erstmal hier rauslassen? Und Abenteurer gehen nicht verloren, richtig? Der ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ist jetzt eigentlich... Warte, eigentlich ist er gar nicht mal so cool. Weil es gibt noch andere coolere Sachen. Okay, ich nehm's zurück, der ist gar nicht so cool. So, lass uns mal essen und gucken, wie viel Platz wir haben. Wir haben 41 von 100. Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall eine kleine Heilung hier. Und jetzt schlage ich mal bei... Vielleicht schlage ich nochmal bei Attack Speed. Genau, genau, lass uns das mal mitnehmen. Und jetzt geht es auch schon zum nächsten Boss. Boom, let's go, rein hier. Kaputt machen, kaputt machen. Und heilen. Puh. Vor dem Bosskampf hat man manchmal Glück. Manchmal droppen hier sehr viele Feen, die dich heilen. Und manchmal hast du gar nichts hier. So. Da ist der Boss nämlich. Nilfheim. Die Eishexe. So, bei ihr müssen wir jetzt nämlich diese Teile hier zerstören. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das war ein Scheißangriff. Oh Gott, ausweichen. Oh Gott. Okay, ich bin jetzt ein One-Hit. Ich muss jetzt aufpassen. Okay, ich bin, glaube ich, tot. Man muss nämlich die... Scheiße. Oh, das war natürlich jetzt gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Aber wir haben nämlich jetzt 10 Level erreicht. Und das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Ach du Scheiße, ich habe da... Wenn man einmal die Übersicht verliert, dann ist man sehr schnell im Arsch. Und eigentlich schaffe ich diesen Boss mittlerweile... easy. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht, Mann. Aber hey, gut, das war auf jeden Fall für den Anfang, denke ich, ganz cool. Wir werden uns dieses Spiel jetzt nicht unendlich lang angucken. Ich würde sagen, wir gucken uns das so 5 Tage an. Das ist immer so das Problem. Gucken, ob wir es in diesen Tagen schaffen, durchzuspielen. Ah ja, hier nochmal die Cutscene. Ho! Ich habe dich im Dungeon gesehen. Warum bist du hier? Also, ich habe dich in den Dungeon reingehen sehen. Haha, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke nicht, dass du so bist. You think we have time for naps? Ja, ja, wir könnten schlafen. Ja, lacht mich nur aus. Ich bin gestorben auf jeden Fall. Okay, wir haben geschlafen und irgendetwas ist auf jeden Fall passiert. Und jetzt soll ich die Menschheit retten. Ja. Genau, jetzt können wir nämlich hier, wir haben die NPCs befreit, aber die bringen noch nichts. Hier auf Escape kann man sich porten. Wir müssen jetzt nämlich an ihm die Stadt weiter aufbauen. Und was wichtig ist, ist die hier, die Training School. Zack, akzeptieren. Jetzt wurde nämlich die Trainingsschule eröffnet, sehr gut. Und was wir dort machen können, das werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Wir haben auch übrigens neue Items freigeschaltet. Das Ding ist gut, hat mir oft geholfen bei Runs, das ist auch ganz nice. Und das hier bestimmt auch, Max Health, cool. Wenn man so einen Tanky Run machen will. Können wir noch etwas bauen? Wir haben nicht genug Gold. Wir müssen nochmal in den Dungeon rein. Gut. Das war's erstmal. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Wenn es euch gefällt, checkt das Spiel aus. Wir machen auf jeden Fall ein paar Runs. Werden es auch im Livestream die nächsten Tage immer wieder mal spielen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann zeige ich euch mehr Stuff, den das Spiel zu bieten hat. Denke ich mal. Hoffentlich. Hoffentlich versage ich nicht wieder so krass. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly.